Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir eine Zitronen-Mascarpone-Torte. Da ich in dem Rezept sehr wenig Zucker verwende, liegt sie sehr leicht im Magen. Außerdem ist sie sehr erfrischend. Und das Ganze machen wir ohne zu backen, also sehr schnell gemacht. Das Rezept zum Nachbacken findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Wenn du gerne backst und keine Rezepte mehr verpassen möchtest, dann abonniere kostenlos meinen Kanal. Außerdem schenken wir dir unser Rezeptebuch. Also direkt auf den Link klicken und herunterladen. Wir starten mit der Zubereitung der Götterspeise. Dazu wiegen wir das Wasser, das Pulver für die Götterspeise und den Zucker in einen Topf und kochen dies ganz kurz auf. Die fertige Götterspeise muss jetzt auskühlen. Die Löffelbiskuit wiegen wir ab und zerkleinern diese. Ich finde, es geht ganz einfach mit meinem Rollholz. Zu den feinen Löffelbiskuit wiegen wir die Butter und kneten daraus unseren Teig für den Tortenboden. Den Tortenring fetten wir etwas ein und dann geben wir den Boden für die Zitronen-Mascarpone-Torte in den Ring und drücken alles gleichmäßig platt. Zu der abgekühlten, aber noch flüssigen Götterspeise wiegen wir die Mascarpone und rühren diese unter. Wenn keine Klümpchen mehr vorhanden sind, geht es mit der Sahne weiter. Diese wiegen wir ab und schlagen sie steif. Einen kleinen Teil der aufgeschlagenen Sahne geben wir zu der Mascarpone-Creme und rühren sie unter. Jetzt füllen wir die Zitronen-Mascarpone-Creme in eine Schüssel. Und nun heben wir die Sahne vorsichtig unter. Die Zitronen-Mascarpone-Creme verteilen wir nun auf dem Keksboden und stellen die Torte für 3 Stunden kalt. Nach der Kühlphase sollte die Creme komplett standfest sein, so dass wir die Zitronen-Mascarpone-Torte aus dem Ring schneiden können. Die Torte nun in die gewünschte Stückzahl einteilen und mit frischen Zitronenscheiben dekorieren. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Rezept gefallen hat und du es nachbackst, lass mich wissen, wie es geklappt hat. Und abonniere meinen Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst.
Bis demnächst.